Einmal sogar unser Stream 2S und sonst Trendy Challenge mit mir, dem Jay Gamer. Moin Leute. Moin, ihr Fabian. Hallöchen. Wie sieht's denn eigentlich aus mit Spulen, Leute? Ich muss noch ernten. Kannst du nicht morgen auch noch ernten? Doch, kann ich. Ich hab genau in dem Moment nachgeguckt. Bei mir ist es gar nicht reif. Wobei. Warte mal. Habe ich denn hier angesehen? Raps. Kann man das morgen noch ernten? Ja, aber du musst trotzdem gucken, in welcher Wachstumsstufe du dich befindest. Ja, das spielt ja keine Rolle. Erntezeit, morgen. Doch, bis morgen könnten wir noch spulen. Ja, das ist korrekt, aber wenn du spulst, bis es schon erntereif ist, dann springt der ja weiter. Von der Wachstumsstufe her auf verfault. Auch wenn du es in dem Zeitraum ernten kannst. Alles gut. Ich vertraue. Ich nicht. Ja. Warum ist denn das hier Deutsch und... Ja, weil die Hofnamen trotzdem italienisch sind. Zu deinem Hof. Zu meinem Hof, zu deinem Hof. Du musst Hof F nehmen, also 6F, glaube ich, heißt es dann. Und dann ist da irgendwie ein italienischer Name zwischen. Das ist der Hof. Das ist deiner, der war dann. Das ist dann meiner, genau. 4 Minuten, Alter. Wieder hingucken. Ansonsten willst du den Ladewagen zurückbringen, ne? Ja, genau. Ja, ansonsten fahre ich den Deutz eben zu dir. Darf ich nicht, weil ich habe schon einen Autodrive. Einen Fahrer so. Benötigt Kalk, muss gefüllt werden. Emilia, irgendwie so schon. Ja, ist was angekommen bei die Händler. Ja. Was könnte mein Feind sein? Dann fährst du mir mal zum Feld Numero Uno Dos Tres. Denk da, die Felder stehen auf Deutsch da. Na, der Stapler fällt über seine Tour. Ist eine Tour. Dann muss ich ja auch testen, ob's geht. So. F62, kannst du losbrettern? Die geht, das lohnt sich nicht. Ist ja da drüben. Abfahrt! Jetzt hier überhaupt drauf. Warte mal, Leute. Baumwolle, Alter. Ich hab gesagt, wir werden es doch nochmal ausprobieren, Leute. Mit dem Pflug. Ich nehme einfach den kleinsten, Leute. Der kostet ja nichts. So. Sonnenblumen. Naja, gut. Passt dafür. Was hab ich eigentlich für Stelle? Schweine? Groß! Oder? Okay. Scheiße. Schweine, Schafe, Hühner, glaube ich. Ja, genau. Ja, das sieht auch gar nicht groß aus, Leute. Nein, nein. Hab da was falsch im Blick. Interessant. Felder zulassen. Okay, er hat die Funktion. Gut. Ja. Hof G muss ich da eingeben, Leute. Wo ist der Dude? Ja. Ja, wir kommen vom Hof G. Was ist denn Hof G? Hier. Alter! Ist auch geil. Da ist ja ein Kram. Och nee, de. Doch außenrum.
Sind wir noch im Grab? Wer hat ihn denn da ins Gehirn geschissen? Das für kleine Weg hier. Oh, der Raps kommt runter, oder? Ganz einfach. Das sieht schon traurig aus mit diesem Streuer hinter dem Waldrand. Dann haben wir noch das Feld 21. Ja. Dann lädst du nicht automatisch, Herr CP-Fahrer. Und das Feld Nummer 21940. Okay. Toll, wir haben aber keine Mähwerke, das ist auch toll. Ach, ich hab vergessen. Hm. Deshalb fuhr der nicht schnell, ja. Ey, ey, nicht kaputt fahren. Oh, so. 3 Minuten 35 braucht er. Ossi, ihn und Unternehmerstatus aufheben. Mann, jetzt haut der Abschlag ein schönes Bild, Mann. Na ja, gut. Ja, Sekunde, ich bin sofort wieder da. Ich. Oh oh! Oh, jetzt warum ist der Raps? Ja, aber der kommt sofort. So. Ist im Anmarsch, der Junge. Das ist doch. So, wo sind wir denn? Unser Fett kommt jetzt gerade durchgerobbelt. Ah, warte, kann ich hier überhaupt schon drauf balken dann so? Ja, kann ich. CP. Das ist gut. Ach. 7,7 Meter, das sollte passen. Gucke ich jetzt mal nicht nach, oder? Wird schon irgendwie gehen. Wie müsst ihr denn noch dreschen? Was? Nur noch das Eckchen hier. Also, so. Ich, wie schon gesagt, eine Nacht kann ich vorspulen von hier aus. Der Raps wird sich schon nicht verdorrt sein. So. Wie lange hat dieser Idiot? 32 Minuten. So. Was? Was? So lange. Ja, ja. Man meint, Feld, er schaut das Feld ist nicht klein. Ach stimmt, ich kann da ausdrehen oder irgendwie so. Aber... Wieso kannst du jetzt nicht in den... Kannst du jetzt nicht in den Kipper überladen? Weil du im Kopf davor keinen Schlepper hast, oder was? Oh Leute, bitte. Sonst bleibt das halt so. Ja, denn hier? Nach Topfe hat hier einfach was mir gepachtet. Hab ich das? Ja, oder ist das gepusht? Da. Ah lol, das hab ich ja auch noch. Da denn drauf? Baumwolle. Okay. Ja, ich brauche auch Baumwolle, Ernte. Könnt ihr euch ja teilen? Da fährt der Gerät drüber, der das einfach niedermacht und fertig. Nee, spielt es mir. Es gibt gut Cash. Das Ding ist, das ist so wenig, glaube ich. Aber wir sind auch schon 2,3 Hektar. Alter! Okay. Diese Dreckspflanzen bleiben für immer hier, Leute. Ist mir auch scheiß Wumpe egal. So. Bitte was? Kommen Sie, Herr Doppler. Was wollen wir? Wollen wir den Stroh einsammeln? Was gibt denn Stroh die Tonne? Es gibt halt nichts. 60 Euro. Es gibt halt wirklich nichts. Könnt wir den Guten hier ansetzen? Also kann ich selbst hier drillen, Leute, und dann ist er auch durch. Also Ossi, du kannst gerade nicht
nichts machen. Nee. Auch nicht die Wiese mähen oder so? Für was? Stimmt, ich habe auch nicht umgeschrieben, dass das Einlager. Moment. Ja. Ist denn da gerade mein machen, CP ja. da arbeitet, wollen wir eben gucken. Was? Ist denn jetzt schon hier? Warum? Ja. Für den Ladewagen hattest? Ja, genau. stimmt, ja, jetzt ergibt das Sinn. Komm, ist gut so. Jetzt weiß ich auch, warum ich den Ladewagen vor meinem Silo geparkt hatte, Digga. Ja, komm, ist egal. Links. Was bin? Hallo? Oho. Oh weh. So. Silo Large. So, warum? Eigentlich warum habe ich mir eine Beinpresse gekauft? Für Bein zu pressen. Ja, macht Sinn, ja. Ich habe aber ein Strohlager. Aber kein Gras und kein Gras und kein Heulader. Lader. Ah ja klar. Lager. Lader. Da kauft dann pachtet der mir einfach das Feld vor meinem Hof hier. Oh ah. Ja. Ja. Du! Es ist eiskalt drin, ne? Hinter deinem Hof ist meins. Ach du Scheiße, Alter, welche Höfe haben. Oh. FD. Nee, Leute, bringt nichts. Wir werden ansehen. Wir werden ansehen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach, Moment. Anstatt wir ansehen sollten, würden, machen, tun, lassen, müssen wir gucken, wie es ausschaut mit ihr gepflügt oder nicht gepflügt. Och nee, Digi. Die Mehrheit muss gepflügt werden. Ach nee, da. Ho! Ist doch jetzt. Ach, Digga. Nee, wir müssen jetzt mal zuerst. Wir müssen zuerst mal kurz den Anhänger leeren und kurz vorbeibringen. Das bringt alles nichts. Weißt du was? Typ, der ist positiv noch, aber kann ich dann Dolz hervorhängen? Das geht bei mir nicht. Er hat nur 88. Der Tiefenlockerer. Doch! Wir haben wir Rea drauf? Also, ich meine nicht. 120, ne, wird genau gehen. Ich bin so voll trottel, ich weiß, was ich machen kann. Ach, Junge, ich hab dann nur Tieflager gemietet, glaube ich, was ich testen wollte. Ach, du musst ja. Stimmt, da war ja was. Bitte. Mit meinem 822, Leute, bin ich noch sehr, sehr zufrieden. Wie schimpft sich mein Hof? Upa, Upsala, Pupsala, hallo! Mach doch nicht diesen mit mir. Ich bin noch D, ja. Oder ist heute von Verkauf von irgendwas? Harry. Haferino. Fahrzeuge, ne? Nee, Januar. Achso. Januar. Okay. Am 1. August, also einlagern mit dem Bums. Oh, Abschiebewagen schon geil, Leute. Uns Grainstarts in OG hatten. Ja. D, D, E, F, E. A, I, J, K, L, M, O, P. Du hast auch einen Kuhstall, JG, oder? Ja. Dann ist das hier Pharma MX, okay. Warum? Was,
Was jetzt so sieht, was muss ich ja umschreiben. Ja, passt. Sehr schön. Was geht bei dir nicht, Ossi? Was? Nein, dass wir alle Stroh, Gras und Heu einlagern können. Ah, okay. Hatten wir letztes Mal schon. Im Silo oder wie? Ja, sicher. Nee. In deiner Unterhose. Bei dir im Popo. Also Stroh kann ich, aber Gras und Heu nicht. Das wäre super, dann aber es geht ja wieder nicht. Wie will ich denn Silage machen? Ich würde es probieren mit einem Fahrsilo. Hab ich keins. Dann würde ich mir eins kaufen. Ich kaufe Ossi bei Ossi als eins. Was? Oder Ballen machen. Bum, bum, bum. Hm. Muss ich glaube ich wollen. Werde ich nur. Aber gut, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, glaube ich ja. Schaut auf jeden Fall, was ihr hier verbaut. Bis dann und drauf lag und ja, ciao. Tschüss, Leute.